Alter, 2-2 macht's richtig spannend. Hey Siri, Kopf oder Zahl? Alter, was? Ja! Oha. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil meine Worte in Lines, create a code für den Ripe. iCrimex OG, ihr wisst Bescheid. iCrimex sagt in Fortnite Battle Royale und damit, hey Leute, iCrimex hier und... Bruder, wer fängt jetzt schon an zu tanzen? 3, 2, 1, 3, 2, 1. Okay, wir hätten das eigentlich cool einstudiert, aber... Yeah, oh shit, da sieht man die ganzen Penner-Bands rumtanzen. Auf jeden Fall, Leute, gibt's mal wieder iCrimex sagt verbrüllt. Macht alle den Like-Button, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und natürlich hier, muss ich euch noch was krass Spannendes zeigen, im Item-Shop unterstützt einen Creator, iCrimex OG. Ihr wisst Bescheid, Leute, alle mal reinhauen. Und es geht los mit iCrimex sagt in Fortnite. Okay, meine Freunde, wir sind jetzt in der Runde drin, alle Kandidaten für die heutige Episode. Ey, hallo, iCrimex sagt, alle stehen, nicht sitzen. Okay, nochmal gerettet. Alle Kandidaten für die heutige Episode sind hier auf der Bühne. Ich wünsche euch natürlich allen viel Erfolg. Und dann würde ich sagen, lasst uns direkt schon mal starten. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz eine kleine Special-Sache hier zeigen, bei diesem iCrimex sagt. Und zwar ist das erste Mal, dass ich hier einen Shop eingeführt habe, Leute. Und zwar gibt es jetzt hier einen Shop bei iCrimex sagt. Man kann hier drei Gegenstände kaufen. Und zwar einmal das Geschenk ist quasi eine Art zweites Leben, eine Respawn-Karte. Dann gibt es hier einmal die Boogie-Bombe. Das bedeutet, dass man jemanden anderen etwas in die Schuhe schieben kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ey, du musst jetzt hier irgendwie durch die Fallen laufen oder sowas, dann kann er auf ganz asozial einen anderen aussuchen, also mäßig so einen Joker. Und dann einmal noch hier den Schlürfsaft. Das ist halt wirklich einfach nur ein Schlürfsaft. Da habt ihr mehr Leben für, zum Beispiel für das 101 am Ende. All diese Attribute, diese Gegenstände, könnt ihr euch verdienen durch Bonusmünzen. Das heißt, jemand kann zum Beispiel sagen, Alter, ich laufe jetzt hier diesen Fallengang entlang, weil somit könnt ihr euch zum Beispiel eine Bonusmünze verdienen, aber wenn ihr dabei sterbt, dann seid ihr halt raus, ja? Also das ist halt übelst das Risiko, aber man wird dafür auch krass belohnt. Das ist natürlich jedem selbst entschieden. Aber, meine Freunde, dann würde ich mal behaupten, iCrimex sagt, lauft mir mal nach. Aha. Alle mal springen. Ah, okay, ich hab's genau gesehen. So, ich habe nämlich nicht gesagt, dass ihr springen sollt. Alter, so schnell kann's gehen. Ich bin richtiger Fuchs, ich bin richtig hinterhältig bei sowas. So, dann würde ich sagen, iCrimex sagt, lauft mir nach. Einfach mal hinterherlaufen. iCrimex sagt, hier stehen bleiben. Noch nicht reingehen. iCrimex sagt, hier stehen bleiben. Jetzt kommen wir zu dem ersten Spiel. Das erste Spiel trägt den Namen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Show früher bei Kika hieß, mit dem, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, ihr kennt den ganzen Hasen. Und zwar gibt es hier drei Boxen, Nummer 1, 2 und 3. Und gleich werde ich eine Frage stellen. Ich werde euch gleich eine Frage stellen. Es kann eine Fortnite-Frage sein, es kann eine Schätzfrage sein, whatever. Und ihr müsst euch dann für eine der drei Antworten entscheiden. Eine Antwort ist die richtige, die anderen zwei, die falsch sind, ja, die werden eben sterben, wenn ihr in der falschen Box steht. Hat das jeder verstanden? Wenn ihr es verstanden habt, iCrimex nicken. Alle mal nicken, die es verstanden haben. Ja, okay, hat jeder verstanden. Sehr gut. Kommen wir nun zu der ersten Frage. Also vielleicht werden wir hier auch mehr Durchgänge machen, so wie ich da eben Bock drauf habe, wenn wir das entscheiden. Und zwar, erste Frage, wie alt ist iCrimex? Nummer 1, Kammer Nummer 1, 19, Kammer Nummer 2, 21, Kammer Nummer 3, 23. iCrimex sagt, lauft in eure Kammer. Okay, alles gut. Ihr habt euch richtig entschieden. iCrimex sagt, kommt wieder her. Das war jetzt noch relativ einfach. Die Fragen werden jetzt ein bisschen schwerer, würde ich mal behaupten. Okay, Leute. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie lange mache ich YouTube? Beziehungsweise in welchem Jahr habe ich meinen Kanal iCrimex erstellt? Nummer 1, 2012. Nummer 2, 2013. Oder Nummer 3, 2014. iCrimex sagt, lauft in eure Box. Aha. Also ich glaube, bei den einen oder anderen war das so ein bisschen so eine Gruppenentscheidung, weil alle dahin gelaufen sind. Okay, das war... Ja, hätte man sogar noch im Internet schauen können. iCrimex sagt, kommt nochmal alle her. Also, Leute, das war jetzt bis jetzt... War es ja noch relativ einfach, würde ich mal behaupten. Jetzt fängt es aber an, schwer zu werden. Jetzt die Frage. In meiner gesamten Zeit, auf alle meine Videos, die ich online hochgeladen habe, wie viele Likes haben alle meine Videos zusammen, die ich jemals in meinem Kanal gemacht habe? Antwort Nummer 1, 10 Millionen. Antwort Nummer 2, 18 Millionen. Antwort Nummer 3, 17 Millionen. iCrimex sagt... Lauft zu eurer Box.
Jetzt sind alle, ja, das könnt ihr auch nicht im Internet schauen, wie viele Likes ich gemacht habe. Das könnt ihr nicht schauen, das sehen nur ich in meinen Analytics. Ob ihr wirklich richtig shit seht ihr, wenn der Licht angeht. Guck mal, wie alle so warten, wo die meisten hinlaufen. Ey, ihr kleinen Paulberger, ihr habt euch echt gut gerettet. Es ist tatsächlich Antwort Nummer 23, das sind 17,9 Millionen Klicks. Wollte ich euch hier eine Falle stellen, aber habt ihr gut gemacht, habt ihr gut gemacht. Dann kommt jetzt mal hier nochmal zu mir. Ah, 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 ah. Sorry, Bruder. Ey, hör auf, dich zu ducken. So, ich glaube, da sind sogar gerade noch ein paar mehr gelaufen, aber die hatten Glück, die habe ich jetzt übersehen. iCramix sagt, kommt jetzt nochmal zu mir. Das nächste Spiel, was wir spielen werden, trägt den Namen Reise nach Jerusalem. Ich muss mal hier kurz durchziehen. iCramix sagt, stellt euch in eine Reihe vor mir auf. iCramix sagt, weiß jeder, wie Reise nach Jerusalem geht? Okay, einer, Bruder, du weißt nicht, wie Reise nach Jerusalem geht? Alter, okay, du hast hinterm Mond gelebt, hopp, okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, lauft mal alle hier um diesen Stuhlkreis rum. Alle mal. Ah, 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 Bruder, ey, Penner Ben ist super, warte mal, Penner Ben, es tut mir gerade zu leid, es tut mir gerade zu leid. Irgendwie, ich will dir noch eine Chance geben, okay? iCramix sagt, Penner Ben, komm mal mit mir mit. Also, ne, alle anderen, iCramix sagt, alle anderen stehen bleiben, nur der gerade verkackt hat, kommt mit, ja? Du hast jetzt die Chance, dein Leben zu retten, indem du durch den Fallentunnel läufst. Da, somit kannst du deinen Fehler nochmal ausbaden. Ist das in Ordnung für dich? Okay. Dann würde ich sagen, iCramix sagt, lauf durch den Fallentunnel. Und komm erst auf der anderen Seite wieder raus. Okay. Oh! Oh mein Gott, okay. Der Arme, er ist raus. Aber er hat noch eine zweite Chance bekommen. iCramix sagt, alle anderen geht jetzt in den Reise nach Jerusalem Raum, in die State hier. Ein Stuhl muss jetzt dafür hier noch weg. Na, alle um den Stuhlkreis rumlaufen. iCramix sagt, alle um den Stuhlkreis rumlaufen. Keiner bescheißen. Noch nicht auf die Stühle draufgehen. Hallo, hallo. Wer jetzt auf den Stühlen schon davor läuft, der wird abgeknallt. Das geht nicht. Genau, unten am Boden um den Kreis rumlaufen. Ah, 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 ah. Alter! Bruder! Bruder, du bist nicht auf dem Stuhl, aber du hast dich gut gerettet. Irgendwie sollen wir ihm auch nochmal eine Chance geben, weil ich finde, er hat eigentlich. Steht der da oben einfach, der Typ. Okay, wir machen eine Abstimmung. iCramix sagt, wenn wir ihm eine Chance geben sollen, dann nickt. Wenn nicht, dann wippt so hin und her. Okay? Sollen wir ihm eine Chance geben? Einmal ist einer dagegen. Ja, ja. Okay, ich glaube, er bekommt nochmal eine Chance. Du kannst dich jetzt nochmal retten, indem du durch den Fallentunnel läufst. Also, iCramix sagt, du kannst dein Leben retten, wenn du es schaffst, durch den Fallentunnel zu kommen. Denkst du, du bist dazu in der Lage? Der Arme, er sagt schon nein, Alter. Bruder, es tut mir leid. iCramix sagt, versuch dein Glück. Ja, das hat ja gut funktioniert. Ah, 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 oh, 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 hier wird noch gefightet um den Platz. Ah, schwer, er chillt hier zwischen den Stühlen. iCramix sagt, der Typ, der zwischen den Stühlen stammt, einmal bitte herkommen. Kannst ich bugge da drin fest, ich kann nicht mehr rauskommen. Okay, iCramix sagt, alle mal von den Stühlen runter. iCramix sagt, der Penner, wenn der zwischendrin gesteckt hat, kommt her zu mir. iCramix sagt, alle anderen machen einen Kreis um ihn rum. Nee. iCramix sagt, nimmt dem anderen die Ehre. Aber ohne euch selbst anderen zu töten. Ey, hallo. So ein Ding ist das. Scheiße, tut mir leid, Ranger Fox. iCramix sagt, alle anderen, die überlebt haben, ihr seid die Glücklichen, die weiterkommen. iCramix sagt folgen. Jetzt würde ich sagen, bringen wir mal, langsam mal den Shop ins Spiel. Und zwar, bei der nächsten Station habt ihr die Chance auf einen Creditpunkt. Diesen Creditpunkt könnt ihr im Shop einlösen für einen Gegenstand. Das kann zum Beispiel ein Schlürftrank sein. Das kann ein zweites Leben sein, eine Respawn-Karte so mäßig. Oder sogar dieser Choker, wo ihr auf jemand anderen etwas schieben könnt, ja? Und zwar, die folgende Aufgabe lautet, hier in diesem Maisfeld ist irgendwo ein Chuck-Chuck versteckt. Also, wie gesagt, iCramix sagt, in diesem Maisfeld ist irgendwo ein Chuck-Chuck drin versteckt. Der Erste, der von euch diesen Chuck-Chuck findet, kommt raus, droppt ihn mir hier vor die Füße und der darf sich eine Sache in dem iCramix OG-Shop aussuchen, okay? Dann würde ich sagen, iCramix sagt, geht auf die Suche. Hahaha. Finde ich eine geile Idee mit dem Shop, Leute. Lasst mal ein Like da oder schreibt in die Kommentare, wenn ihr das feiert. HTTPX muss hier aussetzen, weil der hat vorhin mit die Map gebaut. Der weiß, wo der Chuck-Chuck ist. Und das wäre natürlich ein bisschen unfair. Okay, warte, Fail. Der ist nicht mehr da, weil ich das Spiel gestartet habe. Ja, du hättest los. Ja, kommt nochmal raus, dann verstecke ich kurz einen drin. iCramix sagt, der Erste, der mir die goldene Heavy Sniper bringt, darf sich etwas im Shop aussuchen. Let's go. Oh! Ja, ich hab dich. Wer hat's gefunden? Wer ist hier vor mir? Dieser Jerome? Ich bin Scrimmer. Scrimmer, okay. So, lieber Scrimmer, du darfst jetzt hier einen Gegenstand aussuchen.
Okay, er holt seinen Respawn. Okay, schlaue Entscheidung hätte ich, glaube ich, auch so gemacht. Das heißt, wenn du gleich verkackst, dann darfst du nochmal herkommen. Perfekt. Okay, so easy kann es gehen, Leute. Okay, Leute, also kommt mal, iCramix sagt, alle mal mitkommen zum Bonusspiel. Ich habe mir nämlich überlegt, wir machen jetzt erst noch ein kleines Bonusspiel. Und zwar, hier bedarf es zwei Freiwilligen. Die Frage ist jetzt, ja, jetzt gut aufpassen. Ich brauche zwei Freiwillige. Einer wird sterben. Und der andere, der gewinnt, hat ein Freiticket, um bei der nächsten Station auszusetzen. Also damit Sicherheit zu überleben, die nächste Station. Ja, also ist jetzt so ein Ding. Riskieren und gewinnen oder, ja. Also, gibt es zwei Freiwillige, die das Spiel hier machen möchten? Okay. Einer hat Ehre. Einer, ein Ehrenmann. Okay, pass auf. Ich werde den Einsatz erhöhen. Der Gewinner hier darf sich nochmal einen Gegenstand aus dem iCrimex OG Shop aussuchen. Und der Verlierer stirbt. Das heißt, ihr habt jetzt quasi doppelten Gewinn, wer jetzt mitmacht. Okay, hier, Penner Ben, du lächelst mich an. Du kommst. So, also Jungs, wisst ihr, wie das folgende Minispiel funktioniert? Der eine nickt schon, beide nicken, also ihr müsst euch mit den Schneemännern, jeder geht auf eine Seite, jeder macht eine Kiste auf, holt euch diese Schneemann-Granaten raus, also die Schneemann-Dinger. Genau, geht rein, jeder geht auf eine Seite und dann müsst ihr euch gegenseitig versuchen, mit Schneemännern abzuwerfen. Der ein Schneemann wird, also warte, noch nicht starten. Der ein Schneemann wird, der hat verloren, weil der von dem anderen getroffen wurde. 3, 2, 1, let's go, werft euch ab. Oh, wer wurde da einmal getroffen? Dann zweite Runde, 3, 2, 1, los geht's. Oh, HTTP schon wieder getroffen. Alter, 2 zu 0, langsam wird's ein bisschen eng für dich, HTTP. Und dann würde ich sagen, dritte Runde, let's go. Ah, okay. Oh, wurde er getroffen? Ja, aber er kommt auch auf meine Seite, aber egal. Ich bin aus Versehen rübergerutscht, sorry. Dann, nächste Runde, 3, 2, 1, let's go. Alter, 2 zu 2 macht's richtig spannend. Jetzt ausgeglichen. Wer die nächste Runde gewinnt, ist der Gewinner, ja. Dann würde ich sagen, die finale Runde startet in 3, 2, 1, let's go. Oh, hat HTP jetzt sogar gewonnen? Ja. iCramex, ja, komm, ich hab extra eine Revanche gemacht. Lass mich durch den Fallentunnel. Okay, du darfst. Ja, das ist irre. Er darf durch den Fallentunnel gehen. Er darf sich durch den Fallentunnel retten. Oh, nein, Digga. Er wurde erwischt. iCramix sagt, mitkommen zum Jump'n'Run. Oh, shit. Jetzt, ihr denkt euch so, oh nein, hoffentlich wählt er mich nicht aus, damit ich hier diesen asozialen Jump'n'Run hier hochmachen muss. Ja? Ich denke, ich kann mir schon vorstellen, was ihr euch denkt. Ihr seht, es gibt hier drei Spawnflächen, ne? Also drei Startpunkte. Ich werde euch jetzt in zwei Gruppen unterteilen. Einmal hier diese linke Gruppe, ihr drei. Ihr werdet als erstes anfangen. Die anderen drei bleiben hier stehen. Okay, also iCramix sagt, ihr drei geht jeweils auf eine Startposition. Ich gebe euch nur einen kleinen Tipp, ja, an alle, die diesen Jump'n'Run jetzt machen. Bei diesen bunten Punkten, Punkten da oben, ja, da passt auf, wo ihr hintretet, ja. Manche Blöcke sind nicht so, wie sie aussehen, ja. Sage ich euch einfach nur so mal als Tipp. iCramix sagt, kommt hoch zu mir auf die Fläche. Aha. Ah, oh, einer ist runtergefallen. Ganz asoziales Ding. Oh, shit. Oh, noch einer runter. Oh, mein Gott, alles runtergefallen. Oh, mein Gott. Okay. iCramix sagt, nächste Truppe an den Start. Oh, mein Gott, einer springt schon direkt daneben. Bruder, das war's komplett. Oh, und noch einer runter. Ach, du Scheiße. Okay. Komm, Bruder. Nein, du musst das nicht machen. Nein! Er ist auch... Oh, mein Gott. Alter, jeder... Okay. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen Wiederholung machen, weil das ist, glaube ich, echt zu schwer, dieser Deathrun-Teil hier. Alle, die gerade gescheitert sind, ja? Alle, die gescheitert sind, ich habe eine Idee für euch. Ihr könnt euer Leben retten, indem ihr... Warte mal, wer ist denn der mit dem Geschenk, mit der Respawn-Karte? So, du hast Glück, ne? Du hast schon mal Glück. Du bleibst mal hier stehen, so. iCramix sagt, alle anderen mitkommen. Ihr erinnert euch noch an die Boxen von vorhin, ja? Nummer 1 ist Kopf, Nummer 2 ist Zahl. Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Ich werde gleich eine Münze werfen und entscheidet euch, wie ihr lebt, ja? Nummer 1 ist Kopf, 2 ist Zahl. iCramix sagt, entscheidet euch für eure Box. Hey Siri, Kopf oder Zahl? Ganz klar, Kopf. Oh, wow. So. Kann ich trotzdem mein Talent noch zeigen? Das darfst du noch zeigen. iCramix sagt, alle, die Kopf gewählt haben, kommt zu mir. Und Emily wollte uns unbedingt noch die ganze Zeit ihr Talent zeigen. Komm, Emily, zeig mal dein Talent. Also, was ich euch zeigen wollte, ich bin einfach die beste Ente, die ihr je gehört haben werdet, okay?
Okay, das ist ein Talent. Ja, ja, nice. Du hast dich echt am Wiener. Darf ich dafür weiterleben? iCramix sagt, alle fünf, die noch leben, wir machen jetzt das Schneemann-Spiel. Genau, macht euch mal alle, verwandelt euch mal alle in einen Schneemann. Alle in einen Schneemann verwandeln. So, hier, die passen auf. Genau, okay, sehr gut. Und jetzt stellt euch hier in das Feld rein, irgendwo, wo ihr wollt, und ich guck weg. Ich guck weg. So, ich hoffe, ihr habt euch alle einen coolen Punkt ausgesucht, weil ich werde jetzt gucken. Okay. Oh, wow, 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 wow. Okay, Leute, das nächste Spiel. Jetzt ist die Frage, wer ist alles ein Schneemann? Also, wer ist ein echter Schneemann, wer ist ein Fake-Schneemann? Es gibt insgesamt 5 Leute, die sind hier. Und ich darf 5 Schüsse verteilen mit der Sniper. Das heißt, im besten Fall, ich kann eigentlich alle holen. Welcher ist ein Fake-Schneemann, welcher ist ein echter? Also ich weiß auf jeden Fall, dass hier vorhin auf dieser Palette, da war nur ein Schneemann, da ist jetzt ein zweiter. Jetzt nur die Frage, ist der linke oder der rechte jetzt der Fake? Oh mein Gott! Oh mein Gott, habe ich einfach einen enttarnt schon mal. Alter, was? Oh mein Gott, Emily. Zweiter Schuss, zwei Schneemänner enttarnt. Na, das war ein Fake-Schneemann. Noch 2 Schüsse. Ah, nur noch ein Schuss, Bruder. War noch nicht. Ja. So, und Tat-DTWX ging, oh mein Gott, auch raus. Das heißt, 3 Leute konnte ich ausschalten. Die anderen 2 Schneemänner, die noch leben, bewegt euch mal bitte. Ey, die Paulberger habe ich nicht erwischt. Dann, iCramix sagt, die Gewinner, kommt mal zu mir. Ihr seid herzlich willkommen im Finale. iCramix sagt, mitkommen. Kommt alle mit zum Finale. Ihr müsst jetzt ein Bauduell, ein Battle gegeneinander machen. Dann herzlich willkommen, wie gesagt, im Finale. Ich denke mal, ihr alle wisst, wie das funktioniert. Ihr habt hier eine goldene Pumpgun und eine goldene Scar. Nehmt euch eure Waffen auf und dann macht ihr jetzt einfach ein Bauduell, ja? Ihr wisst, wie das hier geht mit diesen Bühnen, hoffe ich. Okay, es geht schon los. Das Bauduell geht los. Oh shit, oh shit, oh shit. Das Bauduell geht los, Leute. Da werden die 90s geflext. Oh, da hat die ganze Zeit aber der gleiche Highground. Der andere kommt nicht hoch. Ja! Oha! Ja! Er hat es noch gelegt. Oh mein Gott. Wer hat gerade gewonnen? Ich hier an der Stelle, ich. Ich Scrummer. Scrummer hat gewonnen. Okay, krass, ja. Ah, ja. Dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an dich, Scrummer. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich möchte Sergio. Sergio, okay, gut. Dann, meine Freunde, würde ich sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. iCramix sagt, das war eine übelst lange Aufnahme. Also auf jeden Fall richtig viel Dinge haben wir heute gemacht. Ihr werdet auf jeden Fall immer besser, ihr fallt nicht mehr so auf diese einfachen Tricks rein. Lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da, benutzt den Creator-Code iCramix OG und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Ja. Dann würde ich sagen, bis dann, haut rein, Leute, euer iCramix.